Mehr Kabel habe ich leider nicht. Bei dem Muster habe ich ein gutes Gefühl. Aber ich weiß nicht, warum. Hey, er lebt. Du lebst, kleiner Freund. Wie fühlst du dich? Bin ich froh, dich wieder zu haben. Ey, das war jetzt ein Scheißrätsel, oder? Über 2 Stunden habe ich gebraucht. Ich glaube, ich werde jetzt mal die letzten paar Minuten mit reinschneiden. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen komisch klinge, aber ich bin erkältet. Okay, wir machen jetzt hier mal weiter. Das haben wir jetzt zum Glück gelöst. Ach meine Fresse, jetzt gehen wir mal dem das Viech. Mal gucken, was passiert. Hey, was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube, er will uns helfen. Ui, süß. Mann, sieh mal, was er macht. Oh, er kennt sich auch noch mit Elektronik aus. Großartig. Vielleicht ist er das Genie, nach dem ich suchte. Ja, und sie machen Fenster. Also, alles konnte ich auch nicht reparieren. Aber die wichtigsten Wohnbereiche dürften jetzt halten. Nun gut, das bedeutet, dass unser Schiff jetzt klar für den Flug nach Noruna ist. Was denkt ihr darüber? Ich bin bereit. Dann mal los. Okay, gut, starten wir. Halt! Ihr fliegt nirgendwo hin. Wer seid ihr? Vellas Familie! Und wir haben mit anderen gesprochen! Dann haben wir 1 und 1 zusammengezählt. Als Mokchotra meine Schwester fraß, hat er dich ausgespien. Sag uns bitte, wo unsere Tochter ist. Sie ist hinter dem Pestdamm. Und wir werden ihr jetzt alle folgen. Wer ist wir? Hört sich nach allen von uns an. Ja, weil, ich habe nämlich schon den Start eingeleitet. Aber, nett, euch kennenzulernen. Ich bin ein Freund eurer Tochter. Wow. Mokchotra hebt sich aufs Neue. Clarence, der blinde Gott ist tatsächlich wieder auferstanden. Und hat einen neuen Teil des Strandgrundstücks zur Erschließung freigegeben. Wie es aussieht, ist der heutige Tag doch nicht so schlecht ausgegangen. Du kommst gerade rechtzeitig. Murakai verlässt jetzt das Schiff. Da, er geht wieder. Ist alles andere bereit? Ja, der Kuchen ist im Ofen. Prima, dann verschwinden wir von hier. Danke, dass du die Anspielung verstanden hast. Antriebsgang aktiviert! Ich lebe. Oh. Hans. Ich bin frei. Ich bin schön. Rums, die Bums und aus die Maus, da war er hin, der Arsch. Scheiß Maracay. Heiliger Strohsack. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich schon.
Naja, ich glaube, wir nähen uns langsam dem Ende. Bin ja mal gespannt, was noch so passiert hier. Kommt es jetzt zum epischen Kampf? Oder knuddeln diese Stadt, weil die sich ganz toll lieb haben? Hm. Ich weiß es ja noch nicht. Oh-oh. Ich glaube, wir sind angekommen. Wow. Und was machen wir jetzt? Hupen vielleicht? Schauen wir mal, ob das Kommunikationssystem des Schiffs noch funktioniert. Hallo, ahoi. Hier ist das Raum, Luftschiff Maruna. Wir erwecken erneuten Zugang. Ich war lange weg, aber wenn ihr nur die Tür öffnen könntet, dann komme ich und erkläre euch alles. Alex, ich glaube nicht, dass das klappt. Ach, vergiss es. Sieh dir das an. Ja. Oh, warte eine Sekunde. Was ist das? Papa, ist das? Das ist unser Schiff. Glaubst du, Mama ist an Bord? Passt auf! Du rammst sie! Hey, das ist der Autopilot. Aber da wir schon so nahe sind, werde ich die Landungsbrücke herunterlassen, damit du kurz Hallo sagen kannst. Das ist viel zu kurz. Was? Hast du etwa Angst zu springen? Was? Sie schießen auf sie! Schnell, zurück, bis sie außer Reichweite sind. Ich hab doch gesagt, Autopilot. Dann tu irgendwas. Gut, still jetzt. Ich muss nachdenken. Aha. Okay. Warum schießen sie? Du hast gesagt, es wäre dein Zuhause. Leute, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich war 300 Jahre weg, ein wenig Verständnis in Ordnung. Sobald ich die Begrüßungsfrequenz gefunden habe, sage ich ihnen, wer ich bin. Und dann lachen wir alle gemeinsam über diese Sache. Ich hoffe, du hast recht, Alex. Ja, ich glaub's nicht. So, was können wir denn machen? Können wir hier lang? Hallo? Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Viel zu unsicher. Viele von den unteren Etagen sind instabil und wer weiß, ob man die Luft da atmen kann. Außerdem gibt es da noch fehlerhafte Schaltsysteme, die ich erst noch unter Kontrolle bekommen muss. Warum hast du meinen Papa nicht davor gewarnt? Hast du nicht seinen Blick gesehen? Mir war klar, dass ihn nichts davon abhalten würde. Aha. Ist da jemand? Können wir wieder reden? Hey, ich wusste nicht, dass unser Elektronik-Genie tanzen kann. Ja, ich habe nur ein paar Kabel auf ihrem Rücken verschoben und sie hat angefangen zu tanzen. Ha. Aha, kann man sich das angucken? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützlicheres tun. Was denn? Ich weiß nicht so recht. Wenn du nicht weiter weißt und keine Cupcakes backen kannst, dann ist Tanzen der nächste logische Schritt. Aha. Hier ist der Löwenzahn. Das ist eine Roboterladestation. Zumindest habe ich sie dafür benutzt. Wir sind vor dem Tor und erbitten Einlass. Was haben wir hier? Wir schauen uns jetzt erstmal alles an. Sieht aus, als hätte jemand diese Teile zusammengelötet. Ihre Gehäuse müssen in der Hitze zusammengeschmolzen sein. Jetzt kann ich sie nicht mehr auseinandernehmen. Vertrau mir. Wenn ein Mädchen dich bittet, ihr einen Todesstrahl zu machen, dann sagst du nein. Okay, kann man mit denen reden? Nur um es noch einmal zu erwähnen. Habt ihr alle verstanden, dass ich die Maiden nicht absichtlich entführt habe? Ja, ja, schon klar, Shay. Es ist zwar viel zu verarbeiten, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Wir glauben dir vorerst. Aber wenn ich meine Schwester wiedersehe, sollte sie deine Geschichte besser bestätigen. Mein Name ist Alex. Komm raus. Ich war ziemlich lange weg. Wir gehen mal zu ihr. Hier konnten wir jetzt nichts machen, also denke ich mal, dass wir bei ihr was machen müssen. Dum, 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 dum. Hoffentlich geht es ja nicht auf Zeit. Hey, ich glaube, dass dieses Schiff... Ich glaube, es gehört meinem Freund Alex. Ich kann kaum glauben, dass er dieses Ding zum Laufen gebracht hat. Nun, dann umgehe es. Wir werden beschossen. Das würde ich gerne, Captain Walter. Aber sobald der Pfad gewebt wurde, folgt das Schiff immer dem Garn. Das weißt du doch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Mhm. Wir werden in Stücke gerissen. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Naja. Mann, schwer zu sagen. Schiffsschilde. Es
Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsorb über dem Müllschlucker ins All geschossen. Wie bitte? Welches Protokoll verlangt denn die Entsorgung unseres... Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Das ist Neuland, klar? Mein Ratschlag, zurücklehnen und die Reise genießen. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern. Nur für einen Moment. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain, eine derart schlampige Navigation wäre der Anfang vom Ende. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker raus. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Das ist doch lächerlich! Ich stelle die Regeln nicht auf. Und wer dann? Die Regeln haben schon immer existiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu hinterfragen. Wir sind verloren. Ja, dann schauen wir mal. Dann gucken wir uns mal hier um. Schuppen muss Gott das Gespräch anhören. So, was haben wir denn hier so? Wir haben hier natürlich nichts. Wann das? Oh nein, kleines Mädchen, was habe ich dir nur angetan? Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Armes Ding. Bleib bei mir. Ich mach's wieder gut. Nein, nicht schon wieder. Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Nicht schon wieder. Diese Tür muss beim Zusammenprall wohl verkalkt worden sein. Gib mir hier lang. Okay, wir brauchen Kabel. Meine Nerven, nein. Morgs. Gerade wenn du denkst, dass du sie alle erledigt hast, taucht ein neuer auf. Ich sollte die beiden besser eliminieren, bevor sie sich noch vermehren. Quietsch, 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 quietsch. Drück mal die Knöpfe. Das sieht gar nicht sicher aus. Was haben wir denn da? Alex' Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Ich bin sicher, er hat einen Fluchtplan. Kommen wir durch? Mal schauen hier. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Na, dann kommen wir hier durch. Wir schauen uns erstmal hier um. Na, Arsch, mit Ohren. Kannst du dich kaputt machen? Hey, du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns hier wegbringen? Ich liebe nur den Pfad. Das Schiff steuert sich selbst. Kannst du nicht ein wenig nach links oder rechts steuern? Wir werden sterben, wenn du es nicht tust. Nun, jetzt habe ich Angst. Wie soll das helfen? Mistvieh. Ich würde gerne, Captain Walter, aber sobald der Pfad gewebt wurde... Stirb! Ich glaube, Lorraine hat das unter Kontrolle. Jawohl, ich kümmere mich darum. Im Ernst? Er spricht immer noch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Die Schilde des Schiffs werden uns sicher... Ich frage mich, wenn ich diesen Navigationsschal noch mehr durcheinander bringe, könnte uns das aus dieser Bredouille helfen? Was meinst du mit noch mehr? Oh, zum ersten Mal natürlich. Würde das unseren Kurs ändern? Nein. Der Schal wurde bereits an das Navigationssystem weitergegeben. Es braucht weder rechte noch linke Maschen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Aber bitte berühre ihn nicht. Er ist ein sehr empfindlicher Teil unseres Systems. Mhm. Es gibt keine Schiffsschilde, wir haben den Posten. Haha! Ich glaube, der Raumweber würde es fühlen. Nur für einen Augenblick. Wie ja. Welches Protokoll verlangt denn die Entsorgung unseres... Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ja. Ich komme da nicht durch. Okay. Das ist dann Neuland. Bringt das uns hier auch nichts weiter. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie gehen wir hier lang? Wir können noch ins Schießzimmer, oder? Und wir brauchen Kabel. Müssen wir hernehmen. Ach, alte Flensülze. Kabel. Wo kriegen wir Kabel her? Rein? Ja. Ja, gehen wir mal runter. Vielleicht sind die unten Kabel. So, gehen wir ein bisschen vor und dann schauen wir uns hier mal um die dummen... Sieht aus was wie so ein Videospiel. Yeah, ich stehe auf Videospiele. Kabel! Dieser Kabelrest könnte nützlich sein, um etwas zu reparieren. Ups. Marekai, wo bist du? Wodurch wurde diese Explosion verursacht? Durch uns. Entschuldigung, falsche Nummer. Wie kann ich das ausmachen? Du,
Was ist mit Malachi? Der Sinn. Den haben wir gelünscht. Er ist noch nicht gelandet. Oh, er ist hier. Du kannst etwas genauer sein. Auf welchen Teil von ihm suchst du denn genau? Kannst du etwas genauer sein? Nach welchem Teil von ihm suchst du denn genau? Du. Gewalttätige Abscheulichkeit. Jetzt verstehe ich, warum Maragai so angetan von dir war. Hör auf zu beschießen und lass uns gehen. Warum tut ihr so, als wäre das Schiff im Weltall? Bitte entschuldigt mich. Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall? Einige unserer ersten Elternteams sind beim Anblick des Ödlands ihren Gefühlen erlegen und haben sich dort niedergelassen. Natürlich hat sie die grausige Umgebung wahnsinnig werden lassen. Also beschützen wir jetzt unsere Mission. Schweine im Weltraum! Hör auf uns zu beschießen und lass uns gehen. Du bist eine Terroristin und musst vor Gericht gebracht werden. Ja, scheiße, ihr ist. Brauchen wir dich noch, Fella. Wofür denn, hä? Du Baumkopf. Wofür braucht ihr mich? Um unsere Blutlinie reinzuhalten. Hä? Ist die Blutlinie reinhalten genauso gruselig, wie es sich anhört? Wir pflegen und entwickeln unsere Blutlinie seit Hunderten von Jahren und beseitigen Unreinheiten. Wir haben den Pestdamm gebaut, um diese abzuwehren. Leider stellte sich heraus, dass diese Unreinheiten notwendig sind. Je reiner wir wurden, desto anfälliger waren wir. Wir sind wie ein Haus aus feinstem Kristall, aber wir brauchen Stein und Erde als Fundament. Und da kommst du ins Spiel.